Ich bin im Systekturm. Wir müssen da hinten hoch. War ich schon mal im Systekturm? Nee, ne? Oder? Oder ist das der vom Anfang? Das könnte auch der vom... Das Alien ist hier. Kommt wieder die anstrengende Phase von dem Spiel. Einfach leise irgendwo rumschleichen. Warte, wir schauen noch mal kurz, was da drüben ist. Ich weiß gerade nicht, waren wir hier nicht schon mal im Systekturm? Können wir hier rein? Zugangscode benötigt, den ich nicht besitze. Und man darf ja auch nicht raten. Einfach leise. Alter, fuck. Fuck, so hart bin ich noch nie in diesem Spiel erschrocken. Das hätte eigentlich eine Slow-Mo verdient. Alter, fuck. Fuck, was war das denn? Okay. Finden und aktivieren Sie die Feuer-Löschanlage. Oh mein Gott, da kommt ein Synthet raus? Was zur Hölle geht denn jetzt mit diesem Spiel ab? Lass mich in Frieden, du Mongo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Was passiert hier? Wo ist denn die Scheißanlage? Ja, hier kann ich ja nicht rein, oder? Okay. Ich vermute mal, die ist so weit wie möglich weg. Hier? Scheiße, Mann, was ist denn? Ich will nicht wieder ersticken. War das gerade? Habe ich irgendwas eingesammelt oder was? Anscheinend. Boah, ist das laut. Ich muss mir gleich mal ein Medikit reinknallen. Schon wieder. Eine Leuchtfackel. Was will ich denn jetzt mit einer Leuchtfackel? Holy shit, Alter. Boah, Alter, von dem Schock muss man sich erstmal erholen. Okay, wo ist jetzt hier dieses Scheißding? Nein. Hier? Ah, okay. Fühlt man sich dank dem Flammenwerfer vorm Alien sicher und dann haut einen. Ist die dritte Explosion, bei der ich erschrecke, aber mit Abstand die härteste gewesen.
Wait, was ist los mit dieser Station? Die fällt schon seit längerem auseinander, aber dank der Stilllegung sind auch die meisten der Systeme abgeschaltet. Hinzu kommt, dass alle zu sehr damit beschäftigt sind zu überleben, als dass sie irgendwas instand halten könnten. Und voilà, Chaos. Wir haben langsam echt einen Mangel an Medipacks. Das ist nicht so geil. Zu was musste ich das jetzt überhaupt ausmachen? Weil der Lärm das Alien anleckt oder was? Anleckt. Unlocked. Boah, fuck, ey. Das war jetzt echt zu heftig. Hä? Menschen? Gehören die zu mir? Ich glaube, ich gehe erstmal schnell speichern, wenn ich ehrlich bin. Es ist doch... Hey, da sind Menschen und die stehen da jetzt noch so mutterseelenruhig da oben, obwohl da unten gerade alles in die Luft geflogen ist. Und was mache ich eigentlich für komische Geräusche? Ist das wegen dem... Ist das wegen dem Feuerlöscher? Könnte das sogar tatsächlich der Anfang gewesen sein, oder? Ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher. Ich meine, der Raum da drin schaut auch so aus, wie dieser Raum vom Anfang, wo wir auch hier mal zum ersten Mal, oder einen der ersten Male vom Alien getötet worden, ich glaube sogar das erste Mal vom Alien getötet worden sind. Und da steht einfach nur jemand. Und da hockt auch. Sollen wir mal schauen, ob die wirklich böse sind? Ich meine, ich kann den immer noch ein... Ich will aber nicht schon wieder Leben verlieren, wenn ich ehrlich bin. Ach komm, wir schauen einfach mal. Hallo, seid ihr böse? Ist da drüben gerade was explodiert? Das ist das geringste ihrer Probleme. Die Kreatur ist in der Nähe. Ihr habt's gehört. Hauen wir ab. Ihr habt's gehört, ihr seid zu zweit, Leute. Was zur Hölle? Sind ja auch noch verrückte Koffer oder was? Bin lieber leis. Ich habe keinen Nerv, mich jetzt mit dem Alien anzulegen. Sollen wir sie einsperren? Der Turm wurde dazu entworfen, hochwertige aus dem Gasriesen gewonnene Verbindungen zu verarbeiten. Vorkehrungen zum Schutz vor Piraterie bestehen weiter. Der Turm kann abgesperrt werden. Lüftungsschächte, Türen, alles. Sie bauen quasi einen Käfig um die Kreatur und Ricardo verriegelt ihn. Okay. Ich hoffe, ich laufe hier auch richtig. Da ich hier damals die Karte anscheinend nicht aufgedeckt habe. Boah, ich habe mich immer noch nicht ganz von dieser Explosion erholt, ey. Haben wir jetzt eine Karte? Immer noch nicht. Müssen wir jetzt ganz runter oder müssen... Okay, das Alien ist hier irgendwo gerade am Runterkommen, habe ich so das Gefühl. Der Eingang ist direkt vor Ihnen. Nutzen Sie das Terminal im Rezeptionsbereich, um die Tür zu öffnen. Puh.
Stimmt, hier haben wir einen Revolver gefunden. Kann man nochmal schnell speichern. Puh. Mit dem Terminal kann ich die Tür aufmachen. Türkontrolle. Mikado schließt die Abriegelung ab. Sie müssen alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Dann den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Erstatten Sie unterwegs Bericht. Und kann ich auch die Frage... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wollen Sie mehr über Sevastopols Sicherheitsvorschriften erfahren? Kann ich auch die Frage stellen, wie ich dann hier rauskomme? Oh mein Gott, das war jetzt überraschend. Schaffe ich das? Ich hoffe, ich schaffe das. Boah, das war knapp, Alter. Elektroschockladung. Ich laufe lieber mal schnell weiter, nicht, dass der wieder hier reinkommt. Er kommt tatsächlich wieder hier rein. Okay, jetzt muss ich ihn irgendwie... Zwei? Oh mein Gott, kann diese Musik aufhören? Da war ein Lüftungsschacht. Das heißt, war, der ist ja immer noch da. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Lüftungsschächte im Auge behalten, ey. Er scheint unten zu sein. Wow, nein, er ist hier. Oh mein Gott. Alter, ich hab grad so Dusel. Oh mein Gott, war das knapp. Und nicht nur einmal. Ich... Kommt er hier rein? Ansonsten greife ich mal auf das Terminal zu. Ziemlich weit hinten läuft er rum. Die Frage ist, ob der hier reinkommt oder nicht. Er läuft auf die Tür zu, oder? Oder ist das das Alien? Ja, so müsste er doch schon längst hier drin sein, oder? Das ist das Alien, das ist direkt über mir. Ich greife einfach mal drauf zu. Sicherheitsgitter an die Gruppe im Lager. Aber jetzt Sicherheitsgitter für niemanden geöffnet. Okay. Ich weiß nicht, wie lange das noch aushält. Das ist eng, dreckig. Let's go, Carter und Thompson. Diese Musik, ey. Man traut sich überhaupt nichts zu machen. Okay. Bindemittel. Kann ich nicht mitnehmen. Hä? Hat sich das jetzt in Luft aufgelöst? Nein. Alter, es könnte halt echt hier runterkommen, ne? Wo muss ich denn hin? Nein, ich wollte das nicht abspielen. Aber die anderen verschwanden durch die Lüftungsschächte. Einer nach dem anderen. Die Türen waren verschlossen, aber die Lüftungsschächte an der Decke waren offen. Es gab kein Entkommen und keinen Erlöser. Fast wie ein Fuchs im Hühnerstall.
Wir beide haben zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite gibt es im Einkaufszentrum ein Lager Befreundeter, die den Marshalls noch trauen. Und auf der anderen ist Sinclair und seine Idioten-Crew mit deren Waffen. Irgendwo im Wohnbereich. Ich bezweifle, dass sie es eine Woche aushalten. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das das Alien unlockt, wenn man das abspielt. Aber da haben wir anscheinend nochmal Glück gehabt. Alter, fick dich. Wo kommst du auf einmal her, Kollege? Wo kommst denn du auf einmal her? Das kann es gewesen sein, oder? Was war das denn jetzt? Alter, nein! Boah. Kommt er einfach wieder runter, der Saftsack. Der elendige. Mann, ey, nur am Erschrecken gerade. Richtig hässliche Folge. Oder Folgen, je nachdem. Boah, ist das intens gerade. Oh mein Gott. Komm bitte nicht hier hinter. Ich will nicht noch mehr vom Flammenwerfer verschwenden. Er kommt. Nein, er ist oben. Und er kommt da vorne runter? Hä, was war das denn jetzt? Hä? Hä? Was war das denn jetzt gerade? Jetzt ist er drüben runtergekommen. Guck mal, wie viel das vorhin verschwendet hat. Wir hatten 500. Ich sag mal, 3-4 Mal können wir das Alien damit verschrecken, aber das war's auch. Hau ab! Okay, ein bisschen weniger als 100 pro Abschrecken. Aber wir sollten das echt nicht so oft benutzen. Es ist doch scheiße, wenn wir es so oft benutzen müssen. Was ist hier? Hätte nicht gedacht, dass uns wirklich irgendwas gegen das Alien hilft, sondern ich hab dachte irgendwie, wir sind wirklich immer aufgeschmissen, sobald es in der Nähe ist. Okay, jetzt haben wir hier irgendwas. Gemacht. Jetzt müssen wir wieder raus zu dem anderen Typen. Und was ist hier noch von Interesse? Das Bindemittel? Oh fuck, der Typ kommt. Er bleibt da stehen. Puh. Die sehen echt nicht so gut, so wie es ausschaut. Wo muss ich hier hin? Ich bin hier hochgekommen. Vorratsspeicher.
Ich gehe einfach mal schnell da hoch. Okay, hier oben ist nichts. Läuft der Typ mir hinterher? Nein, aber das Alien natürlich. Wie immer. Oder kommt der Typ? Der Typ kommt auch. Oder ist das das Alien? Das ist der Typ. Alter, wenn der Typ hier hochkommt, haben wir ein Problem. Dann haben wir wirklich ein Problem. Aber er verpisst sich anscheinend. Oder? Ich hoff's. Ich trau mich nicht. Jetzt schnell, komm. Komm, schnell, schnell, schnell. Nur schauen, ob wir auf irgendwas zugreifen können. Verschwunden. Irgendwas verschwunden. Okay, Blindern, Erik, Dressorschlangen, Sicherheitshacker. Ich komm. Hier ist wieder nichts. Ich will nicht sterben. Wir haben was, mit dem wir uns gegen das Alien wehren können, aktuell. Der Typ macht mir mehr Gedanken, weil ich dem jetzt nicht 500 Millionen Kugeln in den Kopf jagen kann. Weil sonst wahrscheinlich das Alien kommt. Sperren Sie das Treppenhaus ab, okay. Wir sind hier anscheinend sicher, was ist das ekelhaft. Flammenwerfermunition. Sehr schön. Okay. Da drin können wir uns dann gleich verstecken. Ladungspack. Abriegelung einleiten. Drücken Sie A. A, mache ich doch. Ich drück A. Es ist D gewesen. Vorratsspeicher verschlossen. Okay.